Gut, gucken wir mal, ob wir diesen General finden. Ja, nicht, wenn wir direkt wieder rausgehen. Hier in diesem Spiel aber nicht, Sinas. Gut, Hauptmann, wo bist du? Wir haben ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Oh, hier ist nur ein Laden. Oh, obwohl. Wir sind Lieferanten für die kaiserliche Streitmacht. Wir führen nur die besten Waffen. Ich könnte vielleicht ein bisschen einkaufen. Ein Damaskus-Schwert für 14.500 hat aber einen ordentlichen Angriff gekauft. So, direkt ausgerüstet. Ja, Damaskus-Panzer wäre auch nicht schlecht, aber dafür bräuchte ich eine Menge Geld. Und ich glaube nicht, dass ich so viele Sachen zu verkaufen habe. Reicht auch gerade nur für einen Helm. Ach, den gebe ich direkt Rio. Ja. Ist nur blöd, dass Nina und Ursula nichts großartig tragen können. Ich meine Ursula schon, aber Nina halt nicht, ne? Die hat momentan noch die schwächste Verteidigung. Naja, gut. Was hast du noch? Ich gehöre. Ihr gehört nicht der Streitmacht an, oder? Kann ich euch helfen? Ja. Ich könnte mir eventuell. Oh, Napalm. Dynamit gäbe es ja auch. Ammoniak noch ein paar Stück kaufen. Ja, kaufen wir 5 Stück. Man weiß ja nie. Und noch 10 Vitamine. Gut. Erstmal sind wir gewappnet für ein Weilchen wieder. Okay, General. Wo hast du dich verschanzt? Mir wurde gesagt, dass ich General Run hier finden könnte. Suchen Sie nach dem General, gnädige Frau. Dann sollten Sie hier hindurch gehen und hoch zu dem Gebäude auf den Hügel. Na, machen wir doch glatt. Hey, was glaubt ihr, was ihr da tut? Du hast wirklich vor, da hochzugehen und in Rio so mir nichts, dir nichts auszuhändigen? Ich sagte euch von Beginn an, dass es das ist, was ich beabsichtigt habe. Sieh es mal von der Seite, Cray. Wenn wir nicht alles Mögliche über das Kaiserreich herausfinden, was wir können, werden wir weder etwas über Rio noch über den ersten Kaiser erfahren. Außerdem denke ich, dass Ursula erkannt hat, dass selbst wenn das Kaiserreich Rio zu fassen bekommt, dass sie nichts mit ihm anfangen können. Sehen wir es mal so. Solange Rio bei uns ist, ist alles in Ordnung. Ja, ich hoffe, du hast recht, Nina. Ich finde nur ein bisschen heftig, dass hier so eine bedrohliche Musik ist. Dort ist es, wo sie die Vorbereitung treffen für den Einsatz der Opfer in der Karonade. Ziemlich gruselig, nicht wahr? Meinst du? Schauen wir mal nach. Ist aber sehr verwinkelt hier. Ja, hier sehen wir auf jeden Fall den ja, Bereich der Karonade. Und hier sind wir an der Spitze. Karonade abfeuern! Bang! Ist nur Spaß. Okay. Dann bin ich hier wohl falsch. Einmal zurück.
Zumindest habe ich diesen Bereich jetzt auch mal gesehen. Aber sonst kann ich hier nirgends hin. Und da geht's halt nur nach draußen. Dort ist es, wo sie die Vorbereitung treffen für den Einsatz der Opfer in der Karonade. Ja. Ah, okay. Ich bin tatsächlich falsch abgebogen. Ja, jetzt sind wir draußen. Es geht aber auch hier ziemlich weit hoch. Das ist halt echt schon ziemlich groß hier. Ah ja. Eine Krokodilsträne, beziehungsweise 3 Stück. Nehme ich auch gern. Na, hier kann ich die Leiter hoch. Sofern ich da hinkomme. Wahrscheinlich nur durch den Hintereingang. Okay, ich breche mal in den Palast ein. Lasst euch nicht stören. Ich bin hier nur für die Schätze, die Beute und ich muss leider noch mit jemandem reden. Cray, dieser Ort. Ist das nicht? Ja, wir waren hier zuvor, um nach Elina zu suchen. Ja, stimmt. Hier kam der eine Vogel rein. Das sieht doch genauso wie der Hauptsitz der kaiserlichen Armee aus, oder nicht? Warte. Oh oh. Da hat jemand Hunger? Das ist eine ziemlich große Gruppe. Okay. Warum war ein Eichhörnchen nicht? Ich habe keine Ahnung gerade. Weil sie es immer vergessen. Okay. So, mal gucken, ob das reicht mit dem... mit der Angriffskombi. Ich hätte Nina vielleicht noch ein bisschen heilen sollen, oder? Vielleicht reicht's ja schon, da muss ich mir ja keine Gedanken machen. Das sind sehr viele Untote, die jetzt aber tot sind, Max. Alle verbrannt. Was würde ein Monster wie jenes an einem Ort wie diesem hier tun? Nun, ich schätze, wir haben keine andere Wahl, als weiterzugehen. Ja, würde ich auch so sagen, ne? Auch wenn ich ein bisschen Angst davor habe. Ja, diesen Bereich kennen wir halt wirklich, ne? Hier hinter diesem Vorhang hergehen. Moment, da drüben war ich aber noch nicht, oder? Oh, was ist mit dir denn? Monster, zu viele von ihnen. Sie kamen einfach immer wieder. Oh je. Aber bevor ich weiterschreite, heilen. Ganz wichtig. So, Nina braucht noch ein bisschen. Jo, reicht das mal. Okay, hier sollen also noch mehr Monster sein. Ach, hier sind noch mehr welche. Diese Monster kamen aus dem Nichts und griffen uns an. General Ruhn nahm ein paar Truppen mit sich, um sie zu jagen. Da hat er sich ja was vorgenommen. Gut, wir fahren mal abwärts. Ob das so eine gute Idee ist, in die Tiefen hier zu gehen? Ich weiß ja nicht. Oh, schlafende Krabben. Krabbi. Die heißen sogar so. Okay. Jetzt muss ich sogar ein paar Pokémon erledigen. Ich glaub's ja nicht. Sind aber ein bisschen groß geworden für meinen Geschmack.
Gut, den einen lasse ich noch weiter schlafen und das andere werde ich schon mal erledigen. Vor allem, weil die eine Schere jetzt schon kaputt ist. Ramme? Das sind mutierte Grabis. Ja, so sieht es wahrscheinlich aus, Max. Gut, eine ist schon mal weg. Die habe ich sogar schon mal bekämpft. Wenn ich sogar deren HP schon sehen kann. Knockout? Auch bitte nicht. Gut, hat nicht gewirkt. Na, ist die Schere wieder kaputt? Ja. Findest du wirklich, Sapsi? Also an sich habe ich hier schon viel coolere Gegner gesehen. Als diese Krabbe. Och nein. Irgendwie bekomme ich gerade gar keine Lust, hier durchzuwandern. Wenn ich hier schon wieder diese Schleusen öffnen darf und so. Ja, ich bewege sie mal. Dann komme ich zumindest da drüben an die Truhe. Für ein altes Rad. Coolere Gegner, klar. Nein, Mimics bestimmt nicht, Sapsi. Schon wieder diese Fliegen? Nee. Ich will gerade keine Fliegen klatschen. Ich muss da lang, ne? Ah ne, es geht nicht. Ich wollte schon sagen. Hier rum geht's aber. Oder auch nicht? Ich kann hier nicht rüberspringen? Die geht immer. Oder kann ich da drauf? Nee, auch nicht. An diesem Rädchen kann ich auch nichts drehen. Ratet mal, wer Lost Ark suchtet. Gibt's nicht viele Möglichkeiten. Oh, schon wieder diese Krabben? Diesmal mit der Fliege im Schlepptau. Oh. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich die Schleuse nochmal öffnen muss. Ah. Jetzt ist hier Wasser drin. Viel bringt tut mir das leider trotzdem nichts, ne? Ja. Wenn man sich auf Zings verlässt, ist man, glaube ich, verlassen genug. Zumindest wenn es ums Geld eintreiben geht. Das Armbrot mit Lost Ark verwechselt. Ist halt auch möglich, ne? Hier komme ich ja her. Ach so, man sollte auch hier rumgehen, ne? Manchmal bin ich echt blind wie sonst was. Fauliges Fleisch. Dabei sind die Wege meist so offensichtlich. Man sollte nur ein bisschen mehr die Kamera drehen. Mit der Rabe spielt Tactics Ogre, okay? Tja, also ist nichts davon, Rabe. Max meine ich. Dann viel Erfolg, Rabe, und mach sie alle. Sag ich jetzt mal.
Monster, sie sind überall. Das ist alles seine Schuld. Das ist alles wegen Yuna und seiner verfluchten Experimente mit dem Hex. Okay, hier kann ich durch. Hier geht's nicht weiter. Wieder diese Krabben. Nee, ich habe gerade keinen Bock auf Krabbis. Ich hätte lieber Kinglas. Die haben viel größere Scheren. Okay, hier wäre die nächste Schleuse, die ich herablassen kann. Muss ich wahrscheinlich auch. So. Ja, wenn die von Spira das hören, dann ist vorbei. Das hier sieht mir auch wieder nach einem sehr lästigen Rätsel aus. Ja, aber gerade da wäre noch eine Truhe, die ich nicht geöffnet habe. Da könnte ich weiter. Ein Geisterjäger. Ich habe Geisterjäger gefunden. Okay. Hier kann ich nicht runter, nee. Ich weiß ihn, dass so bekomme ich kein Geld, aber ich habe gerade auf diese Gegner auch eher weniger Lust. Ich versuche das bei anderen Gegnern, wenn ich wieder erträglichere Gegner habe. Als jetzt diese Krabben. Da müsste ich nur FP verbraten, wenn ich die schnell kaputt kriegen will. Ah. Das sieht doch schon mal richtig aus. Er ist tot. Oh. Okay. Oha, es lebt. Was? Was ist das? Es sieht aus wie eine Art von... Organ. Ja, das sehe ich auch, Cray. Aber wollen wir hier wirklich drüber gehen? Es ist weich und gummiartig. Vielleicht kann es mit einem Schwert oder Messer durchtrennt werden. Okay, einmal wechseln. Dann schlagen wir mal zu. So, zack. Ich habe mal die Nabelschnur entfernt. Dir wird es nicht gelingen, es zu durchtrennen. Nicht mit deinem Schwert. Elina? Elina? Cray? Nina? Elina, halte durch, wir sind gleich da. Was können wir tun? Wie können wir zu dir kommen? Und ja, Dinas, das weiß ich, dass das ein Scherz war. Ihr könnt das nicht mit einem gewöhnlichen Schwert durchtrennen. Es kann nur mit dem Drachentöter zertrennt werden. Aber wo können wir es finden? Der Höfling namens Yuna trägt es. Ihr müsst ihn finden. Na toll. Yuna. Also gut. Wir finden diesen Drachentöter, Elina. Ich verspreche es. Cray. Elina, sie. Ich weiß. Dennoch ist alles, was wir jetzt tun können, Yuna zu finden. Und uns den Drachentöter von ihm zu holen. Vorwärts, verschwenden wir keine Zeit. Okay.
Die Frage ist, wo ist Yuna? Dann kann ich jetzt wohl nur abwärts. Na toll, da muss ich mich jetzt auf die Suche nach Yuna begeben. Oh, wieder so viele Untote. Nee, ich brauche meine FP leider noch. Auch wenn diese Gegnergruppe eigentlich ganz angenehm ist. Und die auch, glaube ich, recht gut Geld gaben, ne? Naja, nichtsdestotrotz, ich muss jetzt wieder zurück erstmal. Wenn ich den Weg zurück überhaupt finde. Auch die Viecher lassen mich jetzt nicht gehen. Die Fliegen sind sowieso am nervigsten. Gerade wegen dieser dämlichen Ausweichrate, die bei denen wohl ziemlich hoch zu sein scheint. Die Viecher machen es mir echt nicht leicht gerade. Ich habe so das Gefühl, die schreien wirklich danach, verbrannt zu werden. Wenn ihr mich jetzt nicht gehen lasst, dann werdet ihr auch gegrillt. Okay, habt ihr nochmal Glück gehabt. Trotzdem, ich muss wieder die Vergiftung heilen. Gut, einmal hier rum. Ach scheiße, der Weg ist versperrt. Da komme ich nicht durch. Das will ich auch hoffen, dass sie das getan haben. Die wissen wahrscheinlich sonst, was dem blüht. Weil einmal die Feuerkraft und dann ist Schluss mit lustig, ne? Wir haben es ja schon gesehen, wie krass die Angriffskombi mit Inferno und Typhoon ist. Von da muss ich den Hebel hochschieben, so. Sesam, öffne dich. Na, wer will jetzt? Eines von diesen Krabben und die Fliege. Na komm, ich versuch's einfach mal. Wenn ich die Fliege kaputt kriege, geht's ja. Ja gut, dann ist dieser Kampf schnell erledigt. Jetzt nur noch die Riesenschere verkleinern. Ja. Jetzt hat's keine Scheren mehr. Jetzt kann's nur noch blubber. Okay. Jemand Bock auf gebratene Krabbe?